Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Kyrandia Teil 2. Ich bin ein bisschen auf der Insel rumgelaufen, habe diverse Muscheln, Seesterne und Sanddollar eingesammelt und ich war hier eigentlich schon rechts weiter gewesen, habe dann nochmal so einen Händler gesehen, auch irgendwie sehr skurril, habe gedacht, der will da mit Sicherheit dann die Muscheln haben, bin dann nochmal zurück, um Muscheln sammeln zu gehen, die ich liegen gelassen hatte vorher. Und dann stand da plötzlich ein Mädchen. Dann quatschen wir mal mit der Kleinen. Wenigstens bin ich so weit gekommen, genau. Können wir nicht... Mein Name ist Xanthia. Ich komme aus Kyrandia. Sehr erfreut. Ich bin Jessica, Zauberazubin. Also was für ein Unglück hat Miltonia befallen. Es regnet Frösche... Das passiert jeden Sommer. Wirklich abscheulich. Ja komm, Frösche sind nicht so schlimm. Hast du den Weg gefunden? Wäre ich dann noch hier? Okay, sie scheint dann auch irgendwie gestrandet zu sein. Aber eigentlich war ich auf der Suche nach Muscheln. Denn das könnte dann die Währung von dem anderen Händler sein. So... Einfach mal so ganz ins Blaue geraten. Ist ja schon so ein bisschen System hinter den Händlern. Wie viel Muscheln hatte ich denn liegen gelassen? Nee, da ist wieder der eingebildete Fatzke. Also der ist mir total unsympathisch. So richtig. Dann gehen wir zu dem anderen Händler, den ich... Nicht... Ne, Mädchen... Achso, war nicht so schlimm. Alles klar. Mal eben durch die Lava gestiefelt. Passt schon. So. Dieses Spiel. Dann gehen wir mal zu dem anderen Händler. Das fühlt sich alles irgendwie falsch an, was hier passiert. Da, genau. Wegen ihm bin ich dann wieder zurückgegangen, Muscheln sammeln. Behörde für Ankerführungen. Es kostet eine Gebühr von 4 Muscheln. Ja, die haben wir. Für unsere Broschüre, die den Altar in der Mitte der Welt beschreibt. Den Altar in der Mitte der Welt, okay. Aber wieder nur eine Broschüre. Na gut. Bei der anderen Broschüre stand doch... kompetente Führungsdienste, 6 Seesterne. Vielleicht gibt es ja so viel Zeugs. Okay, wir geben ihm mal seine Muscheln. Noch 3. So, hier hast du deine Muscheln. Herzlichen Glückwunsch. Ein hervorragender erster Schritt. Also um dich für den Ankerstein anzumelden, wird ein kleiner Kostenbeitrag von 4 Sanddollar benötigt. Vier Sanddollar haben wir auch. Aber wir hätten jetzt aber auch die 6, die Dame da haben wollte. Wir versuchen das mal. Sorry, alle Anmeldegebühren müssen am Schalter mit der gelben Linie gemacht werden. Wow. Aber da ist niemand. Sie hat gerade Pause. In 3 Minuten wird sie wieder da sein. Ach so, das ist ein geschlossener Schalter. Alles klar, habe ich verstanden. War das vielleicht die Dame in Grün? Wir schauen mal noch weiter. So, hier gibt es nochmal einen Sanddollar. Seestern und Muschel. Das hatte ich doch mal schöner sortiert. Hier, die Muscheln hatten wir alle ausgegeben. Ne? Ja. So, mein Mädel, jetzt lauf bitte nicht irgendwo durch die Lava. Ich habe jetzt extra schon mal da oben hingeklickt. Damit du nicht irgendwie in Versuchung kommst.
So, das ist nochmal ein Seestern. Unser Regal füllt sich. Der Kram. Das scheint zu respawnen, denke ich mal. Hoffe ich mal. Dass man sich da nicht eine Sackgasse reinbauen kann. Regal ist voll. Was hat man hier? Aber hier waren wir in der letzten... Nein, nicht... Oh. Mädel. Du bringst mir immer ein Herzgas vorbei. So, genau. Das Zeug hatten wir da noch nicht eingesammelt. Beim nochmal spielen. Aber das können wir auch gerade nicht nachholen, weil wir ja ein Platzproblem haben. So, wir sind hier richtig. Ach so, und genau, die Feder hatten wir auch noch nicht. Lass die mal kurz da liegen. 6 schlappe Sanddollar. Kannst du eine Ausgabe unseres Führers zum Altar Mittelpunkt der Erde erwerben? Dann machen wir das mal. Danke sehr. Herzlichen Glückwunsch, ein hervorragender erster Schritt. Jetzt, um dich für einen Ankerstein einzutragen, bekomme ich einen kleinen Kostenbeitrag in Höhe von 6 Seesternen. Haben wir 6 Seesterne? Ja, haben wir. Wir packen zuerst mal den restlichen Kram da ein. Den Stein, die Flasche und die Federn. So, 6 Seesterne. Alles klar. Danke sehr. Schöner Wucher hier. So, einen hatte ich noch gesehen da. So, hervorragend. Du bist fast fertig. Was heißt hier fast? Du musst jetzt nur noch 6 Muscheln für die benötigten Versicherungsunterlagen bezahlen. Du kannst mich gleich mal muscheln. Wir haben noch ganze 2 Muscheln. Ja, dann... Die scheinen die unkompliziertesten zu sein und der andere Typ war mir nicht sympathisch und bei dem Verwaltertyp da ist ja eh gerade der Schalter nicht besetzt. So, sie hat von Muscheln gesprochen, aber wir nehmen auch den Rest mit. Man weiß ja nie, was noch kommt. Aber mir ist noch was eingefallen. Und zwar haben wir da einen Zauber mit heiße Luft. Feder einer Schnepfe. Vielleicht ist das unsere Feder. Und rotes Leder. Vielleicht ist ja diese Broschüre von dem Edeltyp da in Leder gebunden. Zumindest ist die Broschüre rot. Das wäre mal ein Versuch wert, oder? Bei heißer Luft können wir doch mit Sicherheit hier abzapfen. Geht das? Ja, wir haben heiße Luft. Ah, sehr schön. Dann halten wir das mal kurz für die Nachwelt fest. Denn man weiß ja nie beim Trankbrauen. So, die Feder. Die heiße Luft. Und das Buch als Leder. Ich glaube, das hat Funst. Flugschuh. Achso, Flugschuhtrunk, da fehlt ein Haar. Müssen wir die wieder auspacken? Ja, wir haben geflügelte Schuhe. Sehr schön. Kannst du die anziehen? Fliegende Schuhe. Und einen magischen Schuhlöffel. Ja, sie regt sich wieder über den Rucksack auf. Können wir bitte die Flasche wieder mitnehmen? Auch jetzt haben wir stylische Schläppchen an. Vielleicht verenden wir jetzt nicht mehr in der Lava. Wie sie in der Gegend rumslidet.
Sehr schön. Da ist schon wieder das Mädchen. Löcher und Steine. Der Chefmystiker hat gesagt, ich soll etwas mit den Steinen machen. Aber ich wusste nicht, dass er dies gemeint hat. Du redest viel zu schnell, meine Liebe. Hast du den Weg gefunden? Nee, hast du nicht. Das weiß man nicht. So, wir suchen noch Kram am Strand. Vielleicht habe ich das Spiel jetzt nicht verbaut, weil wir ihn ein Stück weit bezahlt haben. Du bist mir nicht sympathisch. Ich mag solch schmierige Typen nicht. Sorry, Junge, aber nee, uns wird nichts. Wir brauchen noch diversen Kram. Nee, das ist klares Wasser. Ich dachte, das wäre ein Stein. Können wir jetzt... Nee, jetzt können wir elegant über die Lava schippern. Ah, ein Grund weniger zu sterben. Aber irgendwo muss doch jetzt noch so Kram sein. Bisher war das Spiel hier immer sehr gnädig in Sachen Respawn von Dingen. Ja, hier ist weiterhin keiner da. Da können wir nichts bezahlen. Hätten wir ihn nicht bezahlen dürfen? Weil wir haben von ihm eigentlich nichts bekommen. Da ist die wieder. Ich habe gehört, dass dein... Ist dein Hut in dem Ring? Brandon? Ha! Etwas zu jung für meinen Geschmack. Du redest in der Pause aber ziemlich oft über ihn. Ist da noch jemand? Einer der berühmten königlichen Mystiker? Ach! Ich habe einen Freund, aber er benimmt sich in letzter Zeit etwas sonderbar. Ist sie mit dem hilflosen Typ zusammen? Nee, ne? Was soll das heißen, dein Freund benimmt sich sonderbar? Er ist nicht mein Freund. So etwas Ähnliches, weißt du? Ah, eine kleine Romanze. Oh, wirklich süß. Macht es dir etwas aus, wenn wir mein Privatleben nicht weiter diskutieren? Sie ist hoffentlich nicht mit Mr. Hilflos zusammen und denkt auch hoffentlich nicht drüber nach. Aber ich denke jetzt gerade drüber nach, ob wir irgendwo noch Zeugs finden. Da ist sie wieder. Hast du den Weg gefunden? Nein, okay. Da ist wieder Kram. Wir nehmen alles mit, man weiß nie, was kommt. Wer braucht schon Ordnung? Mach das mal dahin, mach die dahin. So ist das ordentlich. Sehr schön. So. Welche Währung wollt die Dame noch haben? Sechs Muscheln. Ja, wir haben gerade vier. Hoffentlich sind jetzt wieder Sachen da. Elegant durch die Lava. Ich habe so das Gefühl, dass wir an manchen Stellen eigentlich ohne Fliegen nicht hätten weiterkommen dürfen. Wir uns da irgendwie durchgemogelt haben, weil sie ein paar Mal eigentlich schon gebrannt hat, aber das Spiel hat halt nicht drauf reagiert. Nee, mit dir möchte ich nicht reden. Ich drehe mal noch ein paar Runden um die Insel, in der Hoffnung, dass noch genug Zeug irgendwo rumliegt, dass wir uns die sechs Muscheln leisten können, denke ich mal. 3 Sekunden. So, ich hatte nochmal einen älteren Spielstand geladen, dort, wo wir den Schalterbeamten noch nicht bezahlt hatten.
So, weil da ging es ja gar nicht mehr weiter, weil der zweite Schalter ja nie besetzt wurde. Und jetzt versuche ich, die alte Dame zu bezahlen. Und aktuell sagt sie, wir brauchen noch 6 Muscheln für die Unterlagen. So, die hatten wir ja nicht zusammenbekommen, aber die haben wir jetzt, weil wir diesen komischen dunklen Schalterbeamten nicht mehr bezahlt hatten. Aber weiter hinten habe ich auch noch Sachen liegen lassen, die ich nicht mal ins Inventar bekommen hatte. Vielleicht kommen wir jetzt hier weiter und kriegen endlich mal ein Ticket zum Mittelpunkt der Erde. So, danke sehr. Du bist eine echte Herausforderung und eine gute Kundin gewesen. Das ist klasse. Kannst du mir jetzt sagen, wie ich an einen der Ankersteine komme? Der einfachste Weg zum Mittelpunkt der Erde? Die meisten springen einfach in eines der Heißluftlöcher. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Vor allem, das hatten wir doch mal gemacht. Das hatten wir doch ganz am Anfang gemacht. Oder hätten wir dafür dann die Fliegeschuhe gebraucht? Da waren wir mal reingehopst. Was ist das, ein Heißluftventilator? Super. Hä? Wir hätten auch noch irgendwo so ein Loch gefunden. Vor allen Dingen, das geht ja dann nach oben. Einen schönen Tag wünsche ich. Sie hat doch irgendwas gesagt von wegen Heißluftföhn reinspringen. Vielleicht in das Ding, da waren wir noch nicht reingehopst. Wir packen einfach mal noch das Zeug ein, einfach weil wir es können. Wow. Oder müssen wir dafür die Schuhe wieder ausziehen? Weil irgendwie, Mittelpunkt der Erde ist für mich unten. Nicht oben. Das reicht jetzt. So, jetzt haben wir wieder normale Schuhe an. Wenn ich es nicht besser wüsste, könnte ich schwören, dass dies eine Wildgansjagd ist. Hä? Aber nee, in dem Föhn... Egal, nicht fragen. Da hatten wir doch unsere Unterwäsche eigentlich gezeigt. Da waren wir... schon mal drin. Diese Reise war nicht gerade von Vorteil für meine Garderobe. Was haben wir denn jetzt an? Das ist jetzt ein bisschen fragwürdiges Outfit, aber ist okay. Irgendwie geht's immer weiter. Egal. Wir haben mal wieder einen Sichter. Und einen schweren Felsen. Okay, uns hat wieder alles verlassen, außer unser Stab. An dem scheinen wir sehr zu hängen. So, da ist noch ein Klumpen Blei, okay. Können wir potenziell zu Gold verwandeln. Brücke. Nach unten geht's nicht. Rechts, links, wir gehen links. Hey, das muss die Tür zum Altar sein. Warum gibt's hier einen Dinosaurier? Okay, eine Flasche. Was ist das? Wir haben auch unsere Fliegeschuhe nicht mehr. Hallo, Dino? Warum willst du den Dino schieben?
Ja gut, der steht ein bisschen im Weg, ne? Aber wir können den Felsen da hinten trotzdem einsammeln. Hm, verschlossen. Woher weißt du das von hier aus? Okay, wir müssen irgendwas zum Entschließen finden. Haben wir sonst noch irgendwas? Ein Loch. Hm, mehr Steine, mehr Löcher. Sonderbar. Hä? Okay. So, dann konnten wir noch über diese Brücke gehen, aus was auch immer sie ist. Also unsere Klamotten sehen eher aus für einen Strandspaziergang. Tyrannosaurus Rex. Okay, den Stein habe ich gesehen. Einen Stock einfach mal so quer über den Bildschirm. Noch ein Klumpen Blei. Ich habe so das dumpfe Gefühl, an dem Dino können wir sterben. Wetten, dass ich auf seinen Rücken springen kann. Ich bräuchte aber etwas als Köder. Einen Seestern? Ich glaube nicht, dass er das möchte. Glaube ich auch nicht. Aber sonst haben wir nichts, was essbar sein könnte. Nee. Mm-mm. Dann gehen wir mal weiter. Noch ein Dino. Und noch ein Felsen. Möchtest du Fangen spielen? Mhm. Da hinten glitzert was. Schwarze Kieselsteine. Moment mal. Schwarze Steine. Da dämmert was. Da, schwarze Kieselsteine. Ein Herz aus Gold und ein Fussel. Wobei ich bei dem Fussel nicht unbedingt so sicher bin, ob das wirklich ein Fussel ist. Was auch immer das im Englischen war, das muss ich zur Not recherchieren. Aber das ist der Teddybär-Trunk. Kias Bettzeitmagie. Brauchen wir zumindest mal schwarze Kieselsteine für. Hm, diese Steine an der Decke. Moment, da ist noch was. Nochmal ein Klumpenblei. Moment mal, da brauchen wir doch so ein Herz aus Gold für. Kriegen wir irgendwie ein Herz aus Blei gebacken? Vielleicht helfen sie etwas. Ah, können wir da Steine drauf machen? Ich hätte gedacht, dass man das vielleicht mit diesen schweren Steinen verstopfen kann. Nee, kann man nicht. War so ein Gedanke. So, und da kommen wir wahrscheinlich nicht rüber, ne? Also zu den Kieselsteinen würde ich gerne. Im Stöckchen können wir da nichts machen. Da irgendwie einen Stein hinwerfen? Nein. Das irgendwie verwandeln? Nö. Ja, wir können das zu Gold machen. Und wir können es wieder zurück zu Blei machen. Ah, das sieht doch ziemlich herzmäßig aus. Ich finde, das geht als goldenes Herz durch. Da müssen wir trotzdem noch an diese Kieselsteine und wir brauchen einen Fussel. So, da war halt der Tyrannosaurus Rex. Für den brauchen wir aber einen Köder. Und sie hat zu dem anderen Dino gesagt, ob er Fangen spielen will. Können wir dem das Stöckchen zuwerfen? Ja, können wir. Brava, Dino. Müssen wir das vielleicht machen, wenn wir dort hinten stehen? Vielleicht... Keine Ahnung. Nee, dann läuft sie wieder zurück.
Diese Steine an der Decke. Warum sagst du das jetzt? Moment mal. Jetzt ist... Das war noch... Jetzt habe ich verstanden, was passiert ist. Er ist gegen irgendwas gelaufen, da ist hier was runtergefallen. Jetzt ist da nämlich so eine Riesenfontäne. Diese Steine sollten für den Teddybären reichen. Genau, den Gedanken hatte ich auch schon. Na gut, dann brauchen wir nur noch einen Fussel. Ich schau mal, ob ich einen englischen Screenshot finde. Ob ein Fussel wirklich ein Fussel ist. Bis gleich.